Ich bin ehrlich, heute ist wieder so ein Tag. Heute ist wieder wirklich so ein Tag. Da habe ich keinen Bock. Da hat man einfach keinen Bock. Es ist Sonntag, by the way. Sonntag. Naja, der Content produziert sich nicht von alleine, ne? Irgendjemand muss leiden, damit andere lachen. In dem Fall leide ich. Das klingt nach einem Server für mich. Halt, stopp! Warum ist die Hälfte vom Bildschirm weg? Hä? Die Hälfte vom Bildschirm. Ah, okay. Alles cool. War nur einer der 10.000 Bugs, die 5M somit... ich mag das Flanellhemd. Ich will nur eine andere Hose. Dann behalte ich das doch tatsächlich so an. Ey, Kaiu. Hallo. 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 Guter Mann. Irgendwas funktioniert im Teamspeak nicht. Ich kann scheinbar nicht reden. Obwohl es heißt, du kannst es. Hallo. Digga, was ist denn das für ein Müll? Oh, da steht ein Medic. Hallo? Hallo? Was können wir für Sie tun? Hören Sie mich? Ja. Oh, nein. Das ist super. Oh, nein. Ich werde diesen Krankenwagen nehmen und wir fahren zusammen weg. Ich kann nicht einsteigen. Hallo? Ash, was machen wir mit dem? Und warum hat er als Medic eine Schusswaffe am Rücken? Und sie auch! Sie sind gar keine Mediziner, sie schummeln. Er steht mitten im Nichts und guckt in die Leere, weil er gerade schnell einen Admin kontaktiert. Das sind so Snitches auf diesen Servern. Miss Finster? Miss Finster! Miss Finster! No joke. Junge, die haben irgendwie 30 Spieler und snitchen sofort rum. Das ist so schlimm. Auf so kleinen Servern kennt halt direkt jeder den Admin. Jeder. Grauenhaft. Das ist echt nicht gut. Naja, mal gucken, wann es soweit ist und der Admin dann zu mir kommt. Ja, das war klar. Das war klar. Naja, kann man nichts machen. Digga, ich schwör's euch, ne? Moonlight V ist schon wieder so ein Server. Er erfüllt perfekt das Klischee. Warte, ich mach die Cam weg, ja? Ich mach die Cam jetzt weg. Damit ihr seht, was ich meine. Moonlight V. No Allow List. Du musst dem Discord joinen. Und dann bist du auf dem Discord. Und du siehst Allow List. Es ist unglaublich. Ah ja. Keine Allow List übrigens, ja? Keine Allow List. Es ist unglaublich. Es ist wirklich... Was soll ich sagen? Was soll ich dazu noch sagen, ne? Ein paar Sekunden. Ah ja, es hat ganze 10 Sekunden gedauert, um aus meinem perfekten RP-Leben herausgerissen zu werden. Ich glaube, ich bin in Hogwarts. Hallo. Top. Ja, vorne warten. Vorne deine Red Flag weg, deine rote Flagge. Hier, dass wir sie tragen, weil können sie einfach, weil das komm, ist meistens immer so. 200 Euro PayPal, wenn du mich einreisen lässt, jetzt, sofort. Ich überweise dir 200 Euro. Oder ich weiß, wer du willst. Ich weiß, 200 du Euro willst. PayPal. Du weißt, ich bezahle. Komm, oder, rein. Tut mir leid. Ich bin, das geht leider nicht. Egal, was Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Bruder, der ist weg. Ich hab ihn gesehen. Ich sag's dir so, wie es ist. Der ist weg. Guck hinter dich. Der ist weg. Ich sag's dir so, wie es ist. Bruder. Da ist er doch. Lass einfach normale Einreise machen und dann gucken. Ach, komm. Wir kennen doch die Fragen beide. Du hörst die 1000 Mal, ich höre die 1000 Mal. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns beiden. Ich bin hier auf dem Start, damit ich extra hier Spaß haben kann. Ein bisschen Rest. Ja, also, das ist doch super. Ach nee. Und Bruder, ich guck deine Videos. Tut mir leid, ich kann das nicht verantworten. Weil dann bin ich richtig am Arsch, wenn ich dich jetzt einreisen lasse. Und wenn ich es nicht reinschneide, dass du mich eingelassen hast? Oder... Keiner wird's wissen. Wenn ich versuche, werde jetzt mit dir eine normale Einreise machen und dann gucken wir, okay? Also, hä? Ja, das wird nicht lass doch wenigstens versuchen, eine scheiß normale Einreise zu machen und dann gucken. Scheiße. Ja, komm, gib mir erstmal deinen Ausweis. Francisco Winkler, gut, komm mit. Hast du ja wenigstens hier die Bibel durchgelesen? Soll ich zur Abwechslung mal Nein sagen? Ja. Nein. Gut. Ja, hab ich mir doch gedacht. Was ist... Ach, Bruder, warte. Was kann mir... kann ich dir denn fragen? Digga, meine Mama macht Stress. Wir sehen uns, jemand anderes sollte sich um dich kümmern. Komm, mach einfach rein jetzt. Ich muss los. Komm, mach doch keinen Scheiß. / Einreise 201. Komm schon. Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Was für meine Mom stört, hä? So eine Scheiße, Digga. Geil. Was eine Einreise, Junge. Geil. Nein. Ich beschwere mich nicht. Ey, der Typ, der wurde von seiner Mama gerufen und hat mich jetzt einfach stehen lassen. Der hat einfach die Einreise abgebrochen. Könnt ihr mir helfen? Folgen Sie mir doch einmal. Setzen Sie sich. Machen Sie es gemütlich. Ah, noch nicht ganz. Francisco Winkler. Korrekt. Perfekto. Also ein paar Fragen wurden Ihnen schon gestellt, Sie.
Wir haben hier viele Kameras versteckt in der Stadt. Und sollten wir sehen, dass sie sich unsittlich verhalten, dann ist es hier ganz schnell wieder vorbei. Sehen? Notiert. Ein bisschen Spaß machen ist immer okay, solange sich im Rahmen hält. Denken Sie an die Kameras. Viel Spaß. Vorne zur Tür. Okay, also er hat mir quasi einfach jetzt gesagt, dass Admins mir zugucken werden. Bei jedem Schritt, den ich jetzt gehen werde. Und dann einfach hier raus. Alles klar, vielen Dank. Alles, was ich jetzt tun werde, wird von einem Admin begutachtet. Soll ich einfach mit ihm reden? Meint ihr, wenn ich jetzt so tue, als hätte ich Schizophrenie oder so, dass er dann anfängt mit mir zu reden? Ah, ich hab Schizophrenie, ich höre Stimmen. Hallo, ich rede mit mir selber. Wer bist du? Wer du bist? Hallo. Okay, auf mein psychisches Krankheitsbild RP springt wohl keiner drauf ein, alles klar. Dann muss ich mich wohl einfach damit zufrieden geben, dass mir zugeguckt wird. Hm? Soll ich zuerst mal gucken, ob ich mir irgendein Auto kaufen kann? Ich habe 50.000 auf der Bank. Warte, ich guck mir erstmal die Preise an. Oh, das sieht gut aus. Hat bestimmt viel Geld gekostet, das Skript, hä? Hm? Das sieht echt gut aus. So, 75.000 ist das maximale Budget. Und ich sehe schon, das wird nichts. Das wird nichts. Ich glaube, ein Motorrad ist nice. Ich kaufe mir eine Barty. Let's go. Ich glaube, damit habe ich bessere Chancen, irgendwo davon zu kommen. Keine Menschenseele hier, hä? Oh, da war einer. Da! Oh! Oh! Meinst du, der würde anhalten und zurückkommen? Super, super! Ist ihm gut? Kannst du mich mitnehmen, Bro? Wohin? Irgendwohin, bitte. Das ist eine schöne Lamborghini, ja? Dankeschön. Darf ich mal testfahren? Ich kenne sie von irgendwoher. Das kann nicht sein, ich bin gerade erst eingereist. Ja, bitteschön. Kann ich einsteigen? Hä, du bist doch drin? Ja. Ja, ist alles super. Ui, ui, ganz schön schnell. Das ist auch nicht meins. Ich hab das auch geklaut. Ach, das hast du geklaut? Ja, natürlich. Ah, super, super. Das kann nicht wahr sein. Stopp! Hallo! Du bist mir reingefahren. Hallo? Wer zahlt das? Wer zahlt was? Den Schaden am Lambo, den du gerade verursacht hast. Weiß ich nicht. Ey, fahren Sie mal das Motorrad. Das ist scheiße, viel zu schnell. Wohl eher nicht. Lass Rennen machen. Okay, wir machen Rennen. Alles klar, wir machen Rennen. Pass auf. Von hier. Wohin? Geradeaus? Okay. Geradeaus, geradeaus. 3, 2, 1, go. Scheiß drauf, Digga. Ich bin Pole, soll ich dir was vorsingen? Echt? Tylko jedno głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, treine zapomnienia. Ich hab grad gemerkt, der Wagen hat sehr viel Power, der hat den anderen Wagen einfach weggeschoben. Ja, normal. Ey, alles gut? Hallo? Hallo, was soll denn der Scheiß? Alles gut, Junge, bei dir? Ja, hör doch an, du Scheißpizza. Junge, was ist mit dem Wagen los? Das geht doch nicht fit. Ey, wollen wir mal, was ist das, ein M3? M3-Weitwurf machen? Stell dich genau hier hin. Seitlich, seitlich. Ganz wichtig, seitlich. Bro, das ist nicht mehr normal, ehrlich. Das geht doch nicht. Das ist ein Driftwagen, ne? Der kann driften. Junge, was ist denn los mit dir, Mann? Ey, ich frag mich das auch gerade. Oh nein. Juch, Junge, das geht nicht mehr klar. Das ist echt nicht normal. Was ist das? Warum hat der so eine Collision? Wer ist für die Collision an diesem Fahrzeug verantwortlich? Das geht nicht. Die Fahrerin. Oh ja, ich fühle schon sehr viel Kraft in den Stoßdämpfern. Mit dem kann man auch bestimmt gut rammen, aber dafür ist er ja eigentlich nicht gedacht, ne? Nö. Ich frage mich gerade eher, wo die ganze Bevölkerung sich aufhält, weil ihr seid die einzigen Leute, die ich bisher getroffen habe. Wir testen das mal, ja? Ja, okay. Der hat genau dieselbe Art von Stoßdämpfern. Das ist aber nicht normal. Irgendwo müssen... alles klar! Da haben wir ihn doch! Anhalten oder ihr geht mit meiner Einhorn-Pick jetzt kaputt gemacht. Hallo? Tja, könnten Sie dies bitte unterlassen, der Herr? Ja, natürlich. Ich glaube, damit nichts zu tun. Ah, perfekt. Euer Auto ist ein bisschen kaputt. Ja, euers auch. Soll ich das mal reparieren? Machen Sie bitte. Ja, steig mal aus. Oh, das brennt. Oh. Ja, deswegen, lass mich mal eben dein Auto reparieren. Oh. Ich habe gesehen. Oh. So, ist auch noch full-tuned. Vielen Dank. Viel Spaß. Tschüss. Mua, mua, mua. Mua. Steige ein. Uff! Warum steigen Sie aus? Warum steigen Sie aus? Sorry. Hey, das ist Cisco. Ich glaube, ich bin im Himmel. Wer sind Sie? Medizinerin. Frau Medizinerin? Ja. Haben Sie auch einen Namen? Ja, Tracy. Tracy. Mhm. Welch ein wundervolles
Geschöpf der Natur. Willst du meine Schwester ja, haben? Die kostet nur 1,50 €. Oha! Tracy. Aua! Ja, los, wir haben noch andere Einsätze. Ja, sorry, ich muss leider weiter. Ist die Holde Maid gewillt, ja, verpiss dich, du Gericht. Mit dem adligen Herrn Winkler auf ein Date zu gehen? Nee, sorry, ich habe gerade keine Zeit. Es tut mir leid. Ich habe auch eine Rose. Möchte meine Schwester jetzt weiter anbaggern? Okay, es tut mir schrecklich leid. Hallo. Ich werde gehen, ja? Ja. Darf ich bitte fahren? Ich habe eine Frage noch. Stopp. Guter Mann. Oha! Hallo, hallo. Was soll das hier? Junge, die Kraft ist unnormal. Da ist Cisco. Hallo! Cisco? Ja? Hat dir Dex nicht was zum Thema Trollen gesagt? Übertreib es nicht. Der hat doch gesagt, ich darf trollen. Ja, aber du sollst es nicht übertreiben. Aber das es ist auch niemand nett. Gestorben, oder? Es ist zwar keiner gestorben, aber die Medic im Dienst zu behindern... Alter. Ich verstehe jetzt nicht, warum jetzt hier diskutiert wird. Jeder andere würde jetzt schon rausfliegen. Ich gebe dir jetzt diese Hose. Ja, fahrt einfach weiter. Ich mach das hier. Ja, ich muss erstmal mein Auto reparieren. Ich gebe dir diese Hose als Zeichen dabei. Meiner... Was war das denn? ...meiner Schuld. Soll ich die annehmen? Nun, da du schon mal hier bist, könnte ich einen Panzer haben? Nein. Oha. Raffi, hey, der klaut mein Auto. Na. Hey, der klaut mein Auto. Digga, der tut. Was für Soundboard? Hallo, 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 hallo. Hey, du im schwarzen Hemd. Ja. Hallo. Ja, hallo, nerv nicht. Hallo. Halt's Maul, Cisco-Fanboy. Hallo. Halt's Maul. Hallo. Halt's Maul, du. Fass. Fass. Krieg ich kein Pflaster? Ich hab jetzt leider kein... Nö, du bekommst nix. Dich. Oha. Iron Man. Ist das jetzt in, dass man sich einfach ein Iron Man-Kostüm anzieht als PL? Wer kann? Ich hätte jetzt deinen Livestream genommen, hättest jetzt hinter dir auf dem Fernseher gestreamt live. Echt, das wäre doch... Das, ja, hier, komm mit. Da hinten. Ach, das ist ein Fernseher. Hätte ich jetzt einen Link? Warte mal, komm mit. Kannst du da auch YouTube-Videos anmachen? Ja, deswegen ja, guck ich jetzt nach Cisco. Oh, warte, kann ich dir einen schicken? Möchtest du ein paar Leute reinholen? Ich wollte gerade fragen, sollen wir mal fluten? Lass mal fluten. Performance-Test. Ja, komm. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ah, die Familie, sie reist ein. Die Familie reist ein. Bruder. Ach nein, die Kinder können, das ist eine Invasion. Oh. Invasion, Angriff. Das gute alte Octagon. Mal gucken, ob sich da etwas vielleicht ein bisschen verändert hat. Ich glaube, ich bin unsichtbar. Ich bin unsichtbar. Ah. Zieh dich um, oder was willst du jetzt? Nein, stopp. Ich wollte gucken, ob sich etwas verändert hat auf der Insel. Deswegen wollte ich nur ein Kurzzeitvisum. Hä? Ich komme gleich wieder, ja? Was? Wer kommt wieder? Weiß nicht, was er jetzt will. Also ich gehe nur kurz gucken und dann komme ich wieder. Wo gehst du gucken? Du bleibst hier. Bitte nicht schießen. Oha. Was bist du denn für ein Typ, Alter? Ja, was bist du denn für einer? Ich hab doch gesagt, ich wollte nur gucken. Wollte mir nur die Stadt angucken. Könnt ihr mich bitte hochholen? Bitte. Bitte hochholen. Bitte. Revive me. Revived mich bitte. Hallo. Bist du unbezahlter Einreisebeamter? Jetzt mal no joke. Ich hab auf Octagon X bereits irgendwie 5 Videos gedreht. Und in allen 5 Videos bin ich aus dieser Scheibe geglitscht. Schon vor Monaten. Und die haben es immer noch nicht hinbekommen, das zu entfernen. Oder eine ordentliche Einreise zu machen. Seit mehreren Monaten. Ich komme immer wieder und glitch mich immer wieder durch diese Scheibe. Jungs, ihr müsst das auch mal machen, weil umso mehr Leute das machen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann sich mal denken, okay, wir fixen dieses Problem. Zeit ist Geld und ich habe keine Zeit mehr.